Für Thomas um 16. Sonntag am Jahreskreis begrüßen sie sich aus der Kirche von Beteburg, wo zugleich Kirmes gefeiert wird. Es singt Choral Saint-Cécile Beteburg, Dirigentin aus Miriam Scherz, Organist de Romain Ludwig. Nach seiner Urgel-Introduction singen wir ein Haus voll Glorie. Messe la Bienveillance von Jean-Luc Ponzio, Alleluia meine Seele von Jean Kleb und als Schlusslied Jubilé crié von Jean Chez. Durchel spielt als Sorti ein Fuga vom Buxte Hude. Am Namen vom Pap, a vom Sohn, a vom Heilige Geist. Amen. Den Herr sieft man dich all. Leif Leid heute zu Beteburg an der Kirche, a leif alle gut, die da über die Medien mit uns verbunden sind. Eher mit dem Herrgott lo begegnen, an seinem Wort, was uns schenkt, an seinem Brot, was er für uns bricht, will wir uns kurz besinnen, an ihm Verzeihung froh für Sünd a Schuld. Ich bekenne, Gott dem Allmächtigen und allen Brüdern und Schwestern, dass ich Gutes unterlassen und Böses getan habe. Ich habe gesündigt in Gedanken, Worten und Werken durch meine Schuld, durch meine Schuld, durch meine große Schuld. Darum bitte ich die selige Jungfrau Maria, alle Engel und Heiligen und euch Brüder und Schwestern, für mich zu beten bei Gott, unserem Herrn. Der allmächtige Gott erbarme sich unser. Er lasse uns die Sünden nach und führe uns zum ewigen Leben. Amen.
Lasset uns beten. Gott, unser Heil, in deiner wunderbaren Vorsehung hast du bestimmt, dass das Reich Christi sich über die ganze Erde ausbreiten soll. Du willst, dass alle Menschen von ihrer Schuld erlöst und gerettet werden. Lass deine Kirche leuchten als Zeichen des allumfassenden Heiles. Hilf ihr, das Geheimnis deiner Liebe zu verkünden und es an den Menschen wirksam zu machen. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen. Aus dem Buch Jeremia. Weh den Hirten, die die Schafe meiner Weide zugrunde richten und zerstreuen, Spruch des Herrn. Darum, so spricht der Herr, der Gott Israels, über die Hirten, die mein Volk weiden. Ihr habt meine Schafe zerstreut und sie versprengt und habt euch nicht um sie gekümmert. Jetzt kümmere ich mich bei euch um die Bosheit eurer Taten, Spruch des Herrn. Ich selbst aber sammle den Rest meiner Schafe aus allen Ländern, wohin ich sie versprengt habe. Ich bringe sie zurück auf ihre Weide, und sie werden fruchtbar sein und sich vermehren. Ich werde für sie Hirten erwecken, die sie weiden, und sie werden sich nicht mehr fürchten und ängstigen und nicht mehr verloren gehen, Spruch des Herrn. Siehe, Tage kommen, Spruch des Herrn, da werde ich für David einen gerechten Spross erwecken. Er wird als König herrschen und weise handeln und Recht und Gerechtigkeit üben im Land. In seinen Tagen wird Juda gerettet werden. Israel kann in Sicherheit wohnen. Man wird ihm den Namen geben: Der Herr ist unsere Gerechtigkeit. Wort des lebendigen Gottes. Der Herr sei mit euch. Aus dem Heiligen Evangelium nach Markus. Ehre sei dir, o Herr. In jener Zeit versammelten sich die Apostel, die Jesus ausgesandt hatte, wieder bei ihm und berichteten ihm alles, was sie getan und gelehrt hatten. Da sagte er zu ihnen: Kommt mit an einen einsamen Ort, wo wir allein sind, und ruht ein wenig aus. Denn sie fanden nicht einmal Zeit zum Essen, so zahlreich waren die Leute, die kamen und gingen. Sie fuhren also mit dem Boot in eine einsame Gegend, um allein zu sein. Aber man sah sie abfahren, und viele erfuhren davon. Sie liefen zu Fuß aus allen Städten dorthin und kamen noch vor ihnen an. Als er ausstieg, sah er die vielen Menschen und hatte Mitleid mit ihnen, denn sie waren wie Schafe, die keinen Hirten haben, und er lehrte sie lange. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir. Leif, Schwestern und Brüder, kennt ihr das von eurer jetziger oder freier Arbeitsplatz?
Ständig rabbelt ein Telefon, unzählig E-Mailen, die dort zu beantworten hat, und danach Leid, die direkt vier unter dir stehen. All hätte sie gern etwas von engen. Wie do cool bleiben. Am möglicherweise geht es daheim an der Familie gerade so turbulent zu. Dabei eventuell der Grund, den drübst, der Schild ob der Fischter dir, und so weiter. Du hast das Nerven behalten. Für so beansprucht zu gehen, hat Eiszeit, vis-à-vis von der Zeit von Jesus, natürlich vielfach und Tempo und Intensität zugelegt. Mehr grundsätzlich hat noch der Jesus als den Aposteln Belastung durch ihre Zeitgenossen, an denen ihr Ursprich kannt. Doch hier sind Invitation und sind Ängste Mitarbeiter kommt. Man geht auf einen Platz, wo traurig ist. Da könnt ihr ein bisschen rasten. Wünsche dir ich ihre noch liefern, so eine Invitation an ihrem vielleicht hektischen Alltag. Was wird da so schön? Zwischendurch mal wenigstens für eine kurze Zeit lang sein, ganz für sich da sein, still genießen und rasten. Es gibt so viele Möglichkeiten, sich ein kurz oder länger Zeit roh und still zu gönnen, die allen Mensch gut tät. Hildegard von Bingen sieht, der Atem ist der lebendige Hauch der Seele. Atmen. Wie wäre es, den Tag anzufangen mit einem pur bewusst Atemzug, womöglich 400 offener Fenster, oder eventuell mit einem kurzen Merci au Gott für das Geschenk von dem neuen Tag. Aber ganz besonders viel Lass aus, ob der Arbeitsplatz oder auch sonst, auch dann zu sich selber sohn, loh mal tief durchatmen. Auch an einem einzigen kleinen Blick kann der liebige Christus bei mich kommen, an mir gehen, was ich brauche. Wenn ich spüre, dass mein Körper an meine Seele nur Ruhe verlangen, da gilt es zu gucken, wie ich mal so Zeiten errichten kann. Dann ganz bei sich, aber bei Gott sein zu können, lese dein Leben. Wir können neue Kraft schaffen für eure Existenz mit ihren vielfältigen Herausforderungen. Dem gegenüber bei vielen Zeitgenossen, vielleicht doch bei uns, die Erfahrung erschöpft und aufgekämpft zu sein. Burnout, ausgebrannt sind, weil das Hamsterrad vom Alltag nicht mehr zum Stillstand kommt, weil die Aufforderungen immer mehr hoch gehen. Dabei, das persönliche Empfinden ständig überfordert zu sein. Was Jesus mit seinen Aposteln mischt, dass das auch heute am alltäglichen Leben dringend notwendig. Vom orientalischen Gelehrten Konfuzius soll der Satz stammen, in der Ruhe liegt die Kraft. In der Ruhe liegt die Kraft. Du hast viel Wahres drin. So gut ausgeglichen Menschen freuen sich auf den Urlaub und brauchen den regelrecht. Aufstand vom Alltäglichen, für aus der Distanz ob da zu gucken, was man so machen, wie man leben. Überdenken, was sich ändern könnte oder sogar ändern misst, für das man mehr zufrieden und mehr glücklich ging. Kennt ihr das, lief mit Christen? Wenn der von der Arbeit heimkommt oder von einer Feier, muss der unbedingt das lassen gehen, was der erlebt tut. Dann ist es gut, wenn er Lebenspartner, Partnerin oder so sehen Doas, dem da er Erlebnisse verzielen könnt. Was kann er aus der Schule oder vom Spiele kommen, als ich sprudeln nicht mehr so? Sind sie froh, wenn die Eltern hin und dann noch lauschen? Es gibt aber auch sicher dich, wo der ob nur der Beschäftigung oder an der Vakanz, ich einfach nur roh an ihrem Zimmer sehnt, wo keiner ausspricht, wo da einfach mal los zugeht, weil keiner schwätzt. Ruhig da sitzen, an länger bis machen, knicheln. Hauptsache, dir als zu, an keiner Steuer durch, frohen oder verzielen oder unengem sehen. Immer mit sich lang sehen, an den eigenen Gedanken oder Drehm nur gehen. An aller Ruhe.
Das Phasen brauchen Kanner genauso wie Erwachsener. Und am Evangelium ist es selbst. Der Jesus hat Mitleid mit seinen Aposteln. Das Mitleid vom Herr gilt gerade so der Kirche von Haut. Ihn hat sie gern, weil ihn hat sie ja gegründet. Hier will ihre guten Hirt sein. Die frohe Botschaft vom Sonntag, Leivalle Gur, leidt an der Opfer als freie Zeit, für die Munchrene so richtig kämpfen muss, gefüllt zu wissen mit der Dusach beruhigender Gegenwart, dem Dosein von unser Herr, den uns gern hat. Es könnt ihr nicht Rapport nennen, wie den der Jesus am Evangelium sich mit Erbischter abgestellt hat. Haut gewesen für eine Teambesprechung, ein Debriefing. Wie wird nicht eisen Urlaub und noch den mehr kurzen Ruhezeiten den Charakter von einer privaten Teambesprechung mit unserem Herr, einem Bruder, einem Freund gehen? Gott sei Dank stellt er ja fest, dass Christen, die über die Jahre kaum Zeit fanden, für an die Kirche zu gehen und Massen zu feiern, an ihrer Vakanz durchaus ihre Fuß an die Jäng oder einer Kirche setzen. Kunst und Architektur von Gottes Häuser sie wie Magneten. Und du hast sicher auch Sehnsucht am Spiel, mit dem Herrgott mal rum an Dialog zu treten. Ein Stolz zu fanden, die von seiner Präsenz und seinem Zuspruch gefüllt ist. Die fand bestimmt Zeiten und Plätze für, ob am Urlaub oder daheim, am geschützten Raum mit dieser Herr allein zu sehen. Nach ein paar Jahren lief Leute, die Jesus hat Mitleid mit ihnen, weil sie waren wie Schof, die kein Hirt haben. An der Lesung von Haut stellt Gott sich selber als Hirt von seinem Volk durch. Wie versteht Gott sein Hirtendasein? Es besteht daran, zu helfen und zu bewirken, dass Menschen einander ergänzen, dass der Madenana entsteht, an ein Platz do as für jederin. Hier ziehen heißt, ermöglichen, fördern, oprichten, encouragieren, Raum gehen, do sein. Du müsst bei uns Klick machen, um ihr nicht alle Bögen denkt man näher hier den Aufgaben. Menschen nicht allein lassen, sich um sie kümmern, sie nicht sich selber überlassen, Orientierung gehen, Vertrauen nicht enttäuschen, auch Vertrauen entgegenbringen. Da sind Ältere gefordert als Großälteren, Schulmeisterin, Lehrerinnen, Edukateuren, Patronen und Viergesetzter. Von den Allgäut Einfühlungsvermögen an Empathie verlangt. Er muss ich nicht doch dosi für meinen Nopa, den er not ist. Vielleicht hilft es beim Überlegen über das hier den Aufgaben auch weiter, wenn wir darüber nachdenken, wo wir den Herrgott als unseren Hirt erlebt tun. Als ein, der für uns, für mich ganz persönlich sucht. Aber woran er wem wir uns dafür Gott vis-à-vis erkenntlich weisen können. Inspirieren wir uns um Jesus und singen er da weiß. Hier lässt sich von dem bewegen, was Menschen bewegt. Hier hält sich Zeit, wo der positive Blick auf die, die ihm anvertraut sind, auf ihre Bedürfnisse. Hier erkennt, was gerade notwendig ist, er will das schenken, was wir sich brauchen. Jesus ist ganz den Menschen zugewandt. Bei all dem gibt es klare Orientierungen, ein klarer Linie für. Leute spüren deutlich bei ihm, wo sie da sind, er lassen sich von ihm motivieren und inspirieren. Ein wirklich guter Stil vom guten Hirt. Leif, Brüder und Schwestern, sie mir, an dem wir uns um Jesus inspirieren und von ihm leben lassen, eh für den anderen Hirt, guten Hirt. Das geschieht einfach, indem es einen den anderen akzeptiert. Zu verstohlen sich, kleiner groß Handgriffe oder Gefälligkeiten erweist. Da geht durch ein Feld ein gutes Stück besser. Amen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen,
den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel, er sitzt zur Rechten Gottes des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige katholische Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Wir vertrauen, ob dem Herrgott sing Mütschgierig geht, du verbring mal lo, eist gebiert für hun hirn. Für all die, die an der Kirche ein spezielles Amt tun, für sie wollen wir bieten, Herrgott, hör uns. Für die Einigkeit unter den Menschen, für den Frieden und Gerechtigkeit zwischen den Völkern, dafür wollen wir bieten, Herrgott, hör uns. Für die, die an der Vakanz sind, und für die, die nie ausspannen können, für sie wollen wir bieten, Herrgott, erhöre uns. Für uns Poch und für all die, die vorrecht sichern, für sie wollen wir bieten, Herrgott, erhöre uns. Mareis Herz, ob für den Hölf, gute Papa im Himmel, dat frohme dich durch der Jung Eisen Hirt, dem hat dir lieb dann immer bei Eisers, Jesus Eisen Herr und Eisen Bruder. Amen. Thank you.
Lasst uns beten zu Gott, dem allmächtigen Vater, dass er die Gaben der Kirche annehme, zu seinem Lob und zum Heil der ganzen Welt. Barmherziger Gott, sieh gnädig auf die Gaben deiner Kirche und mache deine Gläubigen durch das Heilige Sakrament immer mehr zu dem, was sie durch deine Berufung sind. Ein auserwähltes Geschlecht, eine königliche Priesterschaft, ein heiliger Stamm, ein Volk, das dir gehört. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Erhebet die Herzen. Wir haben sie von Herrn. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. In Wahrheit ist es für dich und recht, dir allmächtiger Vater zu danken und dein Erbarmen zu rühmen. Die Sünde hatte die Menschen von dir getrennt, du aber hast sie zu dir zurückgeführt durch das Blut deines Sohnes und die Kraft deines Geistes. Wie du einst bist mit dem Sohn und dem Heiligen Geist, so ist deine Kirche geeint nach dem Bild des dreieinigen Gottes. Sie ist ein heiliges Volk, der Leib Christi und der Tempel des Heiligen Geistes, zum Lob deiner Weisheit und Liebe. Darum preisen wir dich in deiner Kirche und vereinen uns mit den Engeln und Heiligen zum Hochgesang von deiner göttlichen Herrlichkeit. Ja, du bist hellig, Herr Gott, an alles, was du geschaffen hast, verkenne ich dein Lauf. Allem, was das schenkst du Leben, am meisten hellig, durch dein Jung, unseren Herr Jesus Christus, und durch die Wirke vom Heiligen Geist. Immer feierst du völlig zusammen, das dir gehört, wie das überall, von Osten bis nach Westen, Dinge nun in Affe durchbringt, das dir gefällt. Du verbieten wir dich, Herr, guck, ob das Goven, die wir bräuchten tun, für diese zu weihen. Mach sie hellig durch dein Geist. Lose zum Leib und zum Blut gehen von dem Jung, unser Herr Jesus Christus, den er es abgedrohen hat, das Geheimnis zu feiern. Weil an der Nacht, wo hier verrode gauf, du hält den Bruder sing hin. Hier seht den Dank gebiert, hier bricht Brot, er regnet seine Frin, er seht, holt an erst alle gut davon, der teiers mein Leib, er geht hier gehen für ich. Nun Essen hält er noch der Kirlich, er seht er immer Dankgebiet, er riecht der Kirlich singe Frinner seht, holt und drängt alle gut raus, der teuerste Kirlich mit meinem Blut, Blut vom neuen an ewigen Bund, et fließt für ich an die viel Ahner, wie das Sünden verziehe gehen, macht ist als mein Undenken. Amen.
Herr Gott, durch wir feiern mir dünn denke von dingem Jung. Wir verkennische sei Leiden, durch das wir erlöst sind. Wir bekennen die Herrlichkeit von seinem Oberstuhl auf seiner Himmelfahrt. Wir werden drauf, dass ihr nicht rum könnt um Ende von der Welt. So bringen wir das Lewicht an Helligst auf Verdur, für dich zu loben, an dir Merci zu sohn. Guck voller Leift ob Daffer von deiner Kirche. Erkenn du an Daffer von deinem Jung, der das mit dir versehen tut, so wie dein Wille war. Wenn wir lo mit seinem Leif und mit seinem Blut gestärkt, und mit seinem Geist erfüllt gehen, der lo sei es eh Leif an eh Geist gehen an Christus. Ihr sollt euch selber zu einem Affer machen, der dir für immer gehört, für das wir Undeel kriegen und in der Erbschaft mit allen, die du erwählt hast. Mit der Heiligen Jungfrau Maria, der Gottesmann, dem Heiligen Josef, den Aposteln und Märtyrer, und mit allen Heiligen, durch denen ihr Gebet mir allzeit auf den Hölle zählen können. Wir beten dich, Herr, das Affer von unserer Versöhnung soll Segen gehen für den Frieden auf ihr Teil von der ganzen Welt. Behit den Kirch, die nach einer Weh ist, und mach sich stark am Glauben aneinander lebt. Zusammen mit unserem Papst Franziskus, unserem Bischof Jean-Claude, seinem Weihbischof Leo, mit allen Bischofen und Geistlichen, und am ganzen Volk, das deint ist. Guck auf den Familien, die es da heute zusammengerufen haben, und steh hierbei an allem, was sie umherzuhlt. An den Mabäme, gute Pap, feier all den Kanner, die nach verspreit sind, bei dir zusammen. Denk auch an uns Verstorben, Brüder und Schwestern, an nun all, die an deiner Gnot aus dieser Welt fortgegangen sind. An deiner Guttät hol sie ob an dein Reich. Du hoffen wir uns mithinnen für immer an deiner Herrlichkeit zu freien, durch unseren Herr Jesus Christus, durch den du der Welt all Gutes schenkst. Durchschien am Mathim an Anhim, dir allmächtige Pap, an der Einheit vom Heiligen Geist, all Herrlichkeit an Eier, lo an immer an ewig. Amen. Als Kanner vom Herrgott bieten wir lo so zu summen, wie Jesus Christus selber eiset gelehrt hat. Eise, Pap am Himmel, dein Nun sief gehelligt, dein Reich soll kommen, dein Will soll geschehen, wie am Himmel so auf der Erde. Geweiß haut als täglich Brot, verzeih uns als Schuld, wie mir auch denen verzeihen, die an unserer Schuld sind. Feier uns nicht an Versuchung, wir machen uns frei vom Bösen. Erlöse uns, Herr allmächtiger Vater, von allem Bösen und gib Frieden in unseren Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers Jesus Christus erwarten. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Herr hat zu seinen Aposteln gesagt, Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Deshalb bitten wir, Herr Jesus Christus, schau nicht auf unsere Sünden und unser Versagen, sondern schau auf den Glauben und den guten Willen deiner Kirche und schenke ihr und der ganzen Welt Einheit und Frieden. Der Friede des Herrn sei allezeit mit euch. Gib mir ein Zeichen von dem Frieden. Thank you.
Seht das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Ein Brot ist es, darum sind wir viele ein Leib, denn wir alle haben Teil an dem einen Brot und dem einen Kelch. Lasset uns beten. Gütiger Gott, du hast uns mit dem Brot des Himmels gestärkt, mit dem Sakrament, das die Kirche nährt. Gib, dass wir auf diesen Beweis deiner Liebe antworten, mache uns zum Sauerteig für die Welt und zu Dienern am Heil unserer Brüder und Schwestern. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen.
Der Herr sei mit euch, mit deinem Geiste. Es segne euch der allmächtige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Geht hin in Frieden. Wir haben die Eucharistie gefeiert mit der christlichen Gemeinschaft zu Beteburg. Den nächsten Sonntag wird die Mass von Eschweller bei Wolz. Weil auf dem Weekend wichtige Changemente um Internet vorgeholt sind, könnte es sein, dass Live-Überdrohung um katholisch.lu nicht funktioniert. Wann? Da könnt ihr sie vielleicht mich spät als Replay gucken. Merci für Ihre Geduld. Ein schöner Sonntag für euch alle Guten, den Beteburger schönen Kirmesfest. Und damit schalten wir zurück an den Studio.